Herr, wann kommt die Stunde oder auf wen kommt die Stunde nur oder wer wird diese Stunde erleben, nur schlechte Menschen. Warum? Weil es ist nicht einfach, dass du diese Erdbeben, diese Feuer, diese Sachen, die, schau mal zum Beispiel, wenn ein Erdbeben gibt, da die Menschen, die werden so viele Sachen richtig katastrophal erleben. Das genauso wird auch, also die Himmel, die wird auf die Erde, die und so weiter und so fort. Und auch das heißt, wie kann sein, dass du Al-Bahar mit Feuer sehen kannst? Unglaublich. Diese Sachen werden wir alhamdulillah nicht erleben. هذه من رحمة الله عز وجل بالمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. سبحان الله. يعني wann wird die Stunde kommen, als wenn auf diese Erde keiner sagt Allah Allah oder keiner wird wissen, was Allah heißt. Das heißt nur schlechte Menschen. Wie kann man jetzt vorstellen, dass wir jetzt auf diese Erde kommt ein Bruder und schickt diese Frage, was heißt Allah? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das heißt, diese Leute, was werden die erleben? Aschirk, wieder diese Al-Authan und Asnam, diese Götzen anbeten. Das war's. Kalimatullah Azza wa Jalla turfa' al-Tawhid yurfa', gibt's kein Tawhid mehr. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam, diese Götzen, was rum um die Kaaba waren, die werden wieder zurückkommen. Al-Shirk. Nehada qala al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la taqumu sa'atu illa ala shirari al-Nas. Nur die schlechten Leute, die werden diese Stunde oder diese katastrophalen Sachen erleben. Allah Azza wa Jal wird einen Wind schicken und wird von Richtung Scham kommen. Und jeder Mensch, der ein bisschen noch Iman hat, ein bisschen noch in seinem Kalb Khair hat, er wird das einfach so riechen und sterben. Auch wenn er auf die Berge versteckt hat, kommt dieser Wind zu ihm und riecht das und sterbt er. Wer wird bleiben? Nur richtige Kuffar bleiben, die richtige schmutzige Herzen haben, schwarze Herzen haben. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه. سبحان الله. Auch wenn du in einem Berg, in einem, weißt du, eine Höhle in einem Berg, da bist, kommt dieser Wind zu dir. Warum? Weil du noch ein bisschen Glaube hast. Weil auch du ein bisschen Khair in deinem Herzen. Also die Zeichen werden erst kommen, wenn du siehst auf der Straße jemand, der macht Sinn und andere, und da kommst du vorbei ganz normal, sagst du gar nichts. Bei dir ist ganz normal geworden. Und leider, das heutzutage ist auch, gibt auch jetzt. Subhanallah. Also ersten Tagen, wenn du das siehst, du sagst, aber paar Tage ganz normal. Du siehst ganz normal. Kein La Hawla wa La Quwwata illa Billah wa La Hasbun Allah wa Ni'mal Wakeel ist ganz normal bei dir geblieben. Also geworden, meine ich jetzt. Subhanallah. Wallahi laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Die Stunde wird kommen, erst wenn schlechten Taten kommen. الربا والزنا والقتل والكذب والغيب والنميمة. Diese Zeit jetzt, subhanallah. Wenn du überlegst, wie ist jetzt das Leben, ist richtig schmutzig mit solchen Sachen.